Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag zum Thema Smart Home. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Leerrohre. Ja, ihr habt richtig gehört, Leerrohre. Und das ist speziell am Anfang in der Konzeptions- und Planungsphase ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Leerrohre überhaupt einplant. Weil es gibt ja schon Leute, die sagen, wir können jetzt auch ohne Leerrohre auskommen. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wir haben jetzt hier mal so ein Leerrohr als Beispiel. Und in dieses Leerrohr, was im ganzen Haus jetzt verlegt wird, also von sternförmig in die einzelnen Räume vom Technikraum im Keller, der Technikraum ist ja meistens im Keller, geht das dann in die einzelnen Räume. Und in diesen Leerrohren befinden sich die Kabel für die Elektroverkabelung, das heißt also stromführende Kabel, und natürlich auch Datenkabel, wo wir dann unsere Smart Home Steuerung haben. Das kann das KNX-Kabel sein, das kann ein DALI, ein DMX-Kabel sein, das können also verschiedene Bussysteme sein. Oder in diesen Kabeln können sich natürlich auch die Netzwerkkabel. In diesen Leerrohren können sich dann auch die Netzwerkkabel befinden. Wenn ich jetzt keine Leerrohre im Haus verlege, das gibt es natürlich auch das Konzept, dann kann ich auch nichts nachziehen mehr. Also ich kann auch nichts nachrüsten. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja ein zukunftsträchtiges Haus bauen. Und ein zukunftsträchtiges Haus lässt sich nur bauen, wenn ich eine gute Verkabelung habe, die ich erweitern kann. Und erweitern kann ich die nur, wenn ich überall Leerrohre gelegt habe. Wie der Name schon sagt, Leerrohre, da ist noch nichts drin. So, das ist das Grundsätzliche überhaupt erst einmal in einem Haus. Und wenn ich euch mal hier so zeige, das ist jetzt ein Standard 25er, also 25 mm Durchmesser Leerrohr, da ist natürlich einiges zu beachten, also sowohl von der Qualität auch als auch bei der Verlegung im Rohbau. Das hier, dieser Typ ist sehr stabil, das ist also verstärkt hier, das ist ein Leerrohr nach dem Typ FFKUS mit einer PVU-Innenbeschichtung, das ist also hier sehr gleitfähig. Das heißt also, wenn ich dann Kabel einziehe in die Leerrohre, wenn die Leerrohre verlegt sind, müssen ja dann Kabel eingezogen werden, dann ist das Ganze natürlich viel leichter, wenn ich hier eine Gleitschicht drin habe. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass ich im Haus teilweise Strecken von 25, 30, 40 Metern oder ja, bis zu 40 Metern überwinden muss, wenn ich hier die Kabel einziehe. Und das ist natürlich auch sehr kraftaufwendig. Also teilweise ist man dann zu zweit, zu dritt zu Gange, um hier ein Kabel einzuziehen oder mehrere Kabel. Hier werden ja mehrere Kabel eingezogen. So, und es gibt natürlich auch verschiedene Größen bei den Leerrohren. Da gibt es natürlich hier den ganz kleinen Vertreter mit 12 mm. Also aus unserer Sicht überhaupt nicht anratenswert, den zu verwenden. Da kann ich nur ein einziges Kabel einziehen. Dann haben wir hier die nächste Größe. Das ist dann... Jetzt muss ich selber mal gucken, was das für eine Größe ist. Das ist Außendurchmesser 20 mm. Das ist also von 12 auf 20 mm ist ja schon mal eine Steigerung. 16 mm. Das ist also 16 mm. Das ist 20 mm und das ist 25 mm. So, also der Mindestdurchmesser bei den Leerrohren sollte 25 mm sein. Wie gesagt, ist der Außendurchmesser hier, der Innendurchmesser ist noch ein bisschen weniger, das ist so bei 18, 19 mm. Da kann ich also bis zu 3 Kabel hier einziehen. Welche Kabel wir da einziehen, da machen wir nochmal einen extra Beitrag. Bloß jetzt mal, wir bleiben heute bei dem Beitrag nur, wir sprechen nur über das Thema Leerrohre. So, und also wenn man es ganz gewaltig krachen lassen will, kann man auch einen 40 mm Leerrohr verlegen. Und da kann ich natürlich schon eine ganze Menge an Kabeln unterbringen. Und ihr werdet euch jetzt sagen, naja, dann verlegen wir halt überall so ein 40 mm Leerrohr. Nein, das ist auch wiederum aufgrund der Statik eines Hauses nicht möglich. Also wenn ich jetzt mehrere solche 40 mm Leerrohre verlege an einer Stelle, da schwäche ich ja quasi die Struktur des Gebäudes. Und da wird der Statiker, der Architekt, die werden dann sagen, nee, das geht gar nicht, das kannst du nicht so machen. Das heißt also, man muss hier wohl dosiert umgehen. Also... Wir sagen 40 mm Leerrohre schon verlegen, aber wirklich an den Stellen, wo ich es auch brauche. Ansonsten kann ich dann auf die 25 mm, es gibt auch noch 32 mm, das haben wir jetzt hier nicht dabei. Ansonsten kann ich diese Kabel verlegen, diese Leerrohre verlegen.
So, und jetzt muss man noch mal was dazu sagen im Rohbau. Im Rohbau sieht das natürlich dann so aus. Das war nun mal alles zur Seite. Im Rohbau habe ich das Thema, dass ich die ja auch befestigen muss. Und das dann ja um diese Leerrohre ist dann alles Beton. Die werden dann eingegossen. Wenn die Leerrohre festgemacht sind im Rohbau und der Beton drauf ist, kann ich diese Lage nicht mehr ändern. Das bedeutet auch, dass ich die sogenannten Radien nicht zu eng machen darf, weil ansonsten könnt ihr die Kabel dann nicht mehr einziehen oder nur mit hohem Kraftaufwand. Also ich zeige jetzt mal hier so, das ist so die maximale, sage ich mal, Biegung, die man zulassen sollte. Also auch in der Rohbauphase, wenn die Leerrohre verlegt werden, sollte man wirklich sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Das ist das einmal das Thema mit dem Biegeradius. Und dann haben wir noch ein anderes Thema. Das heißt also, die Leerrohre liegen ja dann quasi auf der Schalung drauf. Die Leerrohre liegen auf dem Metall drauf. Da ist auch das Thema, wenn jetzt jemand hier draufsteigt, also dass die so stabil sein sollten, dass diese Leerrohre nicht geknickt werden oder sogar so, dass es sogar so weit kommt, dass der Querschnitt geschwächt wird und dass ich dann halt nicht mehr den gesamten Querschnitt für Rohre verwenden kann. Und wenn ich verstärkte Leerrohre nehme, wie diese beiden hier, das sieht man hier, also hier kann man wirklich viele, viele 100 Kilo hier, die kann man mit vielen, vielen 100 Kilo belasten und die sind einfach knickfest. Muss man immer wieder bedenken, auf dem Bau passiert eine ganze Menge. Klar passieren auch viele Dinge, die man sich jetzt nicht so wünscht. Wenn dieses Leerrohr geknickt ist, das heißt also hier die Struktur gebrochen ist, selbst bei den Verstärkten, wobei das bei denen nicht passiert, dann habe ich ein Problem. So, dann kommen wir vielleicht nochmal. Also es gibt verschiedene Qualitätstypen. Ihr solltet immer darauf achten, dass die Leerrohre von möglichst hoher Qualität sind und dass sie eine sehr hohe Steifigkeit besitzen. Ohne diese Steifigkeit habt ihr Probleme. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Decken betoniert sind, die Wände betoniert sind und da habe ich die Leerrohre drin und ich kriege dann beim Einzug, das passiert nämlich mit diesem Einzugsband, wenn ich dann das Einzugsband hier einführe, so, und hier unten hängt, auf der anderen Seite hängen dann die Kabel dran und ich versuche dann hier durch das Leerrohr die Kabel einzuziehen und ich schaffe es nicht, weil ich irgendwo einen Widerstand habe, weil irgendwo was gebrochen ist oder der Beton reingekommen ist. Also das ist das, was also nicht passieren sollte. Ja, was haben wir noch zu den Leerrohren zu sagen? Es gibt natürlich auch noch die entsprechenden Betondosen, die zu den Leerrohren führen. Das sind hier die Standard-Betoneinbaudosen. Die kennt ihr wahrscheinlich mit unterschiedlicher Tiefe. Dort kommen die Leerrohre raus. Das heißt also, die kommt dann hier von hinten. Ja, wenn man das jetzt in der Wand sieht, kommt die dann von hinten raus. Und ja, jetzt haben wir hier noch Einbaudosen für, die hier am besten zeigen, für LED-Spots. Da würde das dann so aussehen, dass man schon in der Rohbauphase, bevor betoniert wird, hier, kann man euch mal vielleicht mal hier so ein bisschen zeigen, dass man hier das Leerrohr schon in die Betoneinbaudose fest einführt. Und wenn das jetzt hier die Schalung ist, ist dann die Betoneinbaudose hier auf der Schalung befestigt. So. Und da kann nämlich gar nichts passieren und da kann auch jetzt hier kein Beton reinfließen. Also auch sicherlich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Zu den Durchmessern kann man nur sagen, diesen kleinsten Durchmesser, den wir hier hatten, das war 16 mm, könnt ihr vollkommen vergessen. Also niemals, nie so einen geringen Durchmesser verwenden, weil hier kann ich nur ein einziges Kabel durchziehen, hier kann ich auch nichts nachziehen. Ihr müsst euch mal bloß mal anschauen hier im Vergleich. Nochmal hier, das ist 40 mm, das ist 16 mm. Also das sind wirklich Welten. Das sind wirklich Welten vom Durchmesser her. Und ansonsten auch hier das Kabel, was wir hier liegen haben, das ist jetzt überhaupt nicht so steif. Das ist eigentlich, ja, wird man jetzt auch nicht raten, dass man so eins verwendet. Das ist ein 20er Kabel, ist auch der Durchmesser zu gering, sondern wir raten, fangt bei den Leerrohren mit dem Durchmesser von
mindestens 25 mm an. Kostet ein bisschen mehr, ja, ist so, aber ihr seid flexibler in der Zukunft bei der Nachrüstung. Und wenn es eben ein bisschen mehr, wenn ihr noch ein bisschen mehr Leitung unterbringen wollt, dann nehmt ihr 32 mm und im extremen Fall nehmt ihr 40 mm. Also das nochmal, alles nochmal zu dem Thema Leerrohre. Und im nächsten Beitrag zeigen wir euch, wie man die Kabel in die Leerrohre einzieht, was man für Kabel einzieht und was es für Kabeltypen gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Frank. Ciao. Ach, fast hätte ich es noch vergessen. Ihr wollt sicherlich noch wissen, wie lang müssen denn die Leerrohre sein oder welche Menge an Leerrohren brauche ich denn, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus neu baue. Also laut unserer Erfahrung sieht das so aus, ein typisches Einfamilienhaus, das kann auch eine Doppelhaushälfte sein, die, sage ich mal, jetzt 160 Quadratmeter Wohnfläche hat, die ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss hat und die einen Keller hat. Da sieht das so aus, dass man eigentlich sagen kann, man braucht 1200 Meter Leerrohre. Und diese 1200 Meter gliedern sich auf in, sagen wir mal, 400 Meter von den 25 mm Rohren, 400 Meter von den 32 mm Rohren und der Rest, den könnte man eigentlich die 40 mm Leerrohre nehmen. Oder man sagt einfach, man nimmt 600 Meter von den 25 mm, man nimmt 400 Meter von den 32 mm und man nimmt 200 Meter von den 40 mm. Also das ist jetzt wirklich, da ist man wirklich auf der sicheren Seite und dann kann man sagen, ja, also kann jetzt echt smart bauen und kann in die Zukunft blicken. Hallo Frank. Hallo Timo. Was machst du denn hier? Ja, also ich beschäftige mich mit Leerrohren. Weiß nicht, ob das auch, hast du schon mal über Leerrohre nachgedacht? Allerdings, ich habe dir ganz zufällig auch was mitgebracht. Ah, super. Wie wir die Leerrohre füttern können. Ja, super.